eine Geburtstagsfeier der besonderen Art war es, zu der Thomas LeBlanc am 16. Juni 2017 begrüßte. Zum 90. von Herbert W. Franke. Ein Menschen, den nicht nur ich ganz persönlich sehr verehre, sondern auch wahrscheinlich eine Reihe von euch, deshalb seid ihr ja wahrscheinlich auch gekommen, der für viele von uns Mentor geworden ist, Freund geworden ist, an dem wir uns literarisch orientieren, an dem wir uns auch so ein bisschen geistig orientieren. Und ich denke gerade daran, dass unsere Miniaturen nie erschienen wären, wenn es nicht einen grünen Kometen vor vielen Jahren gegeben hätte. Das sagt der Genrekenner über den Romancier, der auch Wissenschaftler, Zukunftsdenker und Computerkünstler ist. Der Literaturwissenschaftler wirft den Blick vor allem auf die Einordnung des schriftstellerischen Werks. Franke zum Beispiel hat zwar Errungenschaften der amerikanischen Version der Science Fiction übernommen, aber andererseits auch die Tradition, die deutsche Tradition eines sozialen und reflektierenden Zukunftsromans fortgesetzt. Dabei geht es um die Spannung durch eine aktionsreiche Handlung mit Momenten des Kriminal- und Agentenromans, um die Fokussierung auf eine individuelle Hauptfigur und um den Wechsel der Perspektiven, welcher die Reflexion komplexer Zusammenhänge erlaubt. Franke hat so die politischen, sozialen, wissenschaftlichen und literarischen Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg in seinen Texten seismografisch und exemplarisch umgesetzt und imaginativ weitergedacht. Und damit der deutschen Science Fiction insgesamt einen neuen Weg zur Darstellung möglicher Zukunft eröffnet. Die öffentliche Geburtstagsfeier zum 90. des Altmeisters der deutschen Science Fiction fand in der Fantastischen Bibliothek Wetzlar statt. Kommt herein. Mit dabei auch Freunde und Wegbegleiter anderer Professionen. Einer davon, selbst ein Pionier der Computerkunst, ist Frieder Nake, der betonte, dass die verschiedenen Tätigkeitsfelder Frankes doch eine Einheit bilden. Allerdings ist bei Herbert das immer auch eines, weil er, es ist erwähnt worden, immer über das, was er bildlich macht, auch schreibt und nicht bloß geschrieben hat, sondern auch theoretisiert hat darüber. Phänomen Kunst wäre sowas. Eine Ausstellung von Computergrafiken mit einer umfangreichen thematischen Werkschau fantastischer Motive wurde anlässlich des Jubiläums ebenfalls eröffnet. Die in diesem Umfang noch nie gezeigten Werke Frankes bleiben noch bis Ende August in der Fantastischen Bibliothek öffentlich zugänglich. Der Ort für die Feierlichkeit hat 2017 selbst ein großes Jubiläum zu verzeichnen. Vor 30 Jahren gründete Thomas LeBlanc die Fantastische Bibliothek. Heute ist sie mit einem Bestand von rund 280.000 Büchern weltweit die zweitgrößte Einrichtung ihrer Art und die mit Abstand größte in Europa. Thematisch reicht die Sammlung von Kinderliteratur über das Horrorgenre bis zur Science Fiction. Hier werden zahllose Bücher jedoch nicht nur eifrig gesammelt und öffentlich zugänglich gemacht. Hier gibt es nicht nur einen Herbert W. Franke gewidmeten Raum, sondern hier wird auch regelmäßig publiziert. Und so hat LeBlanc die Idee gehabt, mit Autoren einen Jubiläumsband zu Ehren von Franke herauszubringen, der sich an einem Meisterwerk orientiert. Wir kommen immer wieder auf den grünen Komet zurück. Das ist ein Jahrhundertwerk, etwas ganz Besonderes. Du nimmst es mir nicht übel, dass es besser ist als alle Romane, die danach gekommen sind. Es ist etwas ganz Tolles. Es hat viele von uns angeregt, auch gerade diese kurze Form. Für diejenigen, die es nicht kennen, in diesem Band sind 65 Geschichten drin und jede dieser Geschichten hat zwei oder maximal drei Seiten. 65 Mal eine Geschichte sich auszudenken und einen Gag zu finden und das auf den Punkt zu bringen, etwas Spannendes zu schreiben, ist eine absolut geniale Leistung. Und wir haben bei uns vor etwa 5 Jahren eine Reihe begonnen, die nennen wir die Fantastischen Miniaturen, die sich danach orientieren. Dieser Band, die Rückkehr des grünen Kometen, ist dir gewidmet, wird heute veröffentlicht, wird dir jetzt ein Exemplar überreicht. Ich kriege noch eine ganze Kiste, aber jetzt mal. Ich bin Ben. Ich befinde mich auf einem Raumflug zum Planeten PD-90-7. Eine ganz andere Wirkung einer Story aus dem grünen Kometen ist hier zu sehen. Die Bachelorarbeit von Klaas Lüppen aus dem Jahr 2013.
Er nutzte die literarische Vorlage für eine multimediale Animation, die Norbert Novotsch von der Fachhochschule Münster kurz vorstellte und dabei auch über seine erste Begegnung mit dem grünen Kometen berichtete. 2013 kam ein Student namens Klaas Lüben zu mir und sagte, er möchte gerne einen Animationsfilm machen in einer Mischtechnik, und er hatte sich da vorgestellt, eine kurze utopische Geschichte. Was ich davon halten würde, ich habe gesagt, davon halte ich einiges, und jetzt haben Sie Vorstellungen. Und dann sagte er, ja, ich habe da etwas gehört, da gibt es sowas von einem Herrn Franke. Dann konnte ich ihm dieses Buch zeigen, und dann hat er gesagt, ja, schaue ich mir an, und dann hat er eine Geschichte ausgewählt. Für seine vielfältige literarische Wirkung hat Herbert W. Franke für sein Lebenswerk auch den Kurt-Laßwitz-Sonderpreis erhalten, die höchste Auszeichnung des Genres hierzulande. Überreicht wurde die Urkunde auf der Feier in Wetzlar mit der Verlesung der Laudatio. Auch in der Science-Fiction-Literatur war er Vorreiter, wenn er technische Diktaturen beschrieb und deren Untergrundorganisationen, wenn er vor der Klimakatastrophe warnte, wenn er in Zukünften mit Bewusstseinskontrolle oder in Simulationswelten über Wahrheit und Wirklichkeit philosophierte oder wenn er vor dem Hintergrund uneingeschränkter Wunscherfüllung Konzepte wie Freiheit und Glück hinterfragte. Bereits vor Stanislaw Lem thematisierte er die Folgen wissenschaftlicher Forschung. Lange vor William Gibson und der Ära des Cyberpunks beschrieb er virtuelle Welten und enge Verknüpfungen von Mensch und Computer. Letzterer war der Hauptdarsteller in Frankes Werken nicht als personifizierter Roboter oder Android, sondern als allgegenwärtiges technisches Gerät, als dominanter Supercomputer, als kontrollierender Weltenerschaffer, als diktatorischer Machthaber oder als intelligenter Gegenspieler. Stilistisch überraschte er die Leser mit seinen Kürzestgeschichten oder er verknüpfte Form und Inhalt meist mit einer Problemlösung als Spannungshöhepunkt. Herbert W. Franke hat über viele Jahrzehnte die deutschsprachige Science-Fiction geprägt, als Autor mit seinem sachlichen Stil, als Herausgeber mit seinem profunden Wissen und als Künstler mit seinen innovativen Ansätzen. Und so stimmte die Mehrheit der deutschsprachigen SF-Schaffenden dafür, Herbert W. Franke für sein Lebenswerk den Kurt-Laßwitz-Sonderpreis 2016 für langjährige, herausragende Leistungen im Bereich der deutschsprachigen Science-Fiction zu verleihen. Danach die Präsentation der neuesten Ausgabe des Literaturmagazins Exodus. Natürlich auch mit viel Herbert W. Franke. Also das ist auch eines dieser Projekte, was hier parallel zu den Vorbereitungen gelaufen ist. Mit zahlreichen Grußbotschaften von Autoren und Freunden wird darin nicht nur der 90. Geburtstag des Künstlers gefeiert, sondern auch 30 Jahre Fantastische Bibliothek. Letzter Programmpunkt des offiziellen Teils, eine Autorenlesung des Jubilars. Vielleicht scheint unsere Welt dem einen enger, dem anderen weiter. Von den Umständen abhängig, von der Bildung, von der Freiheit. Doch selbst der weiteste Horizont ist eine Grenze, ob man sie nun überwinden kann oder nicht. Eine Welt erlebt, gedacht oder simuliert. Wahrscheinlich ist die Frage, ob es eine reale Welt ist, von minderer Wichtigkeit. Wichtiger als das, was ist, ist das, was man erwartet, was man erhofft. Nach diesem literarischen Leckerbissen ging der Abend mit Häppchen und angeregten Gesprächen zu Ende.